Vincent van Goghs Gemälde, Kopf einer Bäuerin mit weißer Haube, hat offenbar lange ein Geheimnis gehütet. Die schottische Nationalgalerie hat nach eigenen Angaben ein bislang unbekanntes Selbstporträt des niederländischen Malers auf der Rückseite entdeckt. Das Bild trat bei einer Röntgenstrahluntersuchung im Vorfeld einer Ausstellung zutage. Es war von mehreren Schichten Pappe und Leim überdeckt. Diese Entdeckung ist wirklich bedeutsam, es ist wirklich aufregend. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man ein Selbstporträt von Van Gogh auf der Rückseite eines Bildes entdeckt, das schon seit einer Weile in Galerien hängt. Ein Bild so bruchstückhaft und schwer fassbar, wie es derzeit ist, unter Pappe versteckt zu haben, ist etwas ganz Besonderes. Es gibt natürlich eine Menge zu bedenken, was die nächsten Schritte angeht, aber für uns ist es einfach ein weiteres Stück Information, das uns diesem unglaublichen Künstler in einem sehr frühen Stadium seiner Karriere ein wenig näher bringt. Besucher der laufenden Ausstellung in Edinburgh können das Selbstporträt als Röntgenbild durch einen speziell entwickelten Leuchtkasten betrachten. Experten überlegen aber bereits, wie sie die Leim- und Pappschichten entfernen und beide Werke trennen können, ohne sie zu beschädigen.